Wir sind auf dem Hockenheimring in Deutschland zur Formel der Student Germany. Ja, das Ziel der Veranstaltung ist, den Studenten praktische Erfahrung zu geben. Hier haben sie die Chance, ein Fahrzeug zu bauen binnen einem Jahr. Sie fangen auf dem weißen Blatt Papier an und kommen hier mit dem fertigen Fahrzeug an. Ich bin Teammitglied von Elephant Racing, dem Formel der Student Team der Uni Bayreuth. Ich bin technischer Leiter vom Fahrzeug und selber verantwortlich für unser Planetengetriebe vom ersten Allradfahrzeug mit selbstentwickelten Motoren. Ich nehme vor allen Dingen an der Formel der Student Germany teil, weil es zum einen sehr, sehr viel Spaß macht und zum anderen eine Möglichkeit gibt, einfach mal zu experimentieren, ein bisschen was auszuprobieren, die ersten Teile zu konstruieren und ein bisschen Erfahrung zu machen als Ingenieur und einfach zu sehen, funktioniert das, was ich mir ausgedacht habe, oder klappt es gar nicht. Also unser Team fährt tatsächlich schon seit 2011 ein Elektrofahrzeug, weil viele bei uns recht früh erkannt haben, dass das wahrscheinlich die Zukunft sein wird oder zumindest in der Zukunft sehr, sehr groß oder größer werden wird, als es damals dann schon war. Unser diesjähriges Fahrzeug wiegt 220 Kilo, hat eine Leistung von 80 kW und unsere Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/h. Ich bin Systemingenieur im Bereich E-Mobility bei ZF und habe dort in der Entwicklung des elektrischen Antriebsstrangs für die Formula E mitgearbeitet. Bei der Formula Student mache ich vor allem zwei Sachen. Das eine ist, ich gehe in die Boxengasse, spreche mit den Teams, lasse mir deren Fahrzeuge klären, deren Entwicklungsprozess und versuche hier auch zu unterstützen und zu helfen. Das zweite ist natürlich, hier ist die Quelle für junge Talente, die uns helfen, in der Zukunft auch innovativ zu bleiben. Ich bin Teil des Teams Global Formula Racing von der Eugen Z University und der DBW Ravensburg. Wir arbeiten quasi aktuell darin, den ersten vollautonomen Rennwagen unseres Teams zu bauen. Es geht darum, dass man die menschlichen Fahrer ersetzt und komplett ohne ihn die dynamischen Disziplinen absolviert. Also quasi einen Roboter-Rennwagen zu bauen. Unser Auto hat 80 Kilowatt, das ist von den Regeln limitiert. Wir können 0 auf 100 ungefähr in 2,6 Sekunden beschleunigen und mit ungefähr 2,5 G durch die Kurve fahren. Und das Gleiche wollen wir in unserem autonomen System auch erreichen. Wir wiegen jetzt mit dem autonomen System knapp 200 Kilogramm, aber 80 kW auf 200 Kilogramm, das ist ein Verhältnis, da kommt kein Straßenrennwagen dran. Die Formula Student macht besonders aus, dass viele Studenten, viele angehende Ingenieure am gleichen Projekt mit ihrem vollen Einsatz arbeiten und unabhängig davon, woher sie herkommt und wie sie sind, man fühlt sich einfach zu Hause wie in der Familie. Ich arbeite für ZF in Friedrichshafen im Bereich autonomes Fahren. ZF unterstützt Formula Student durch das Sponsoren von 41 unterschiedlichen Teams und Fahrzeugen. Und zum Beispiel beim ZF Race Camp können die Studenten mit unseren Experten reden und denen versuchen zu erklären, wieso die das Auto gebaut haben, was sie gebaut haben und welche Sensorik haben die verwendet und welche Software und welche Aktuatorik. Im Bereich autonomen Fahren entwickelt ZF für Sensorik Kamera, Radar, LiDAR-Technologien als Rechenleistung, um die ganze Software zu betreiben, der Pro AI als Hochleistungsrechner und im Bereich Aktuatorik, Lenkung, Bremse und auch Antriebssysteme. Ich studiere im zweiten Semester Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau an der Hochschule Konstanz. Und ich bin jetzt auch das erste Mal im Team mit dabei. Ich finde es klasse, super, immer wieder mit anderen Teams in Kontakt zu treten. Wir haben ja hier Leute aus Israel gegenüber oder auch aus Indien, Spanien, überall her. Und das macht es, finde ich, für mich einfach aus. Ich bin natürlich Motorsport begeistert. Und da ist natürlich klasse, einfach seinen eigenen Rennwagen, beziehungsweise den Rennwagen im Team zu bauen und eben zusammen als Ausgleich auch während dem Studium an einem Rennwagen zu arbeiten und den zu entwickeln. Ich arbeite bei der ZF Race Engineering. Ich kümmere mich da um die Konstruktion von verschiedenen Dämpfersystemen, also einerseits für Formel-E-Fahrzeuge, aber auch für Rallye-Fahrzeuge und für Tourenwagen. Die Arbeit als Judge bei der Formula Student besteht darin, die Arbeit der Studenten zu bewerten. Einerseits zu einem kleinen Teil die Umsetzung des Autos, zu einem größeren Teil allerdings das Wissen und den Entwicklungsprozess. Kann man in drei große Punkte unterteilen. Das ist einerseits das Zeitmanagement, das ist andererseits die Umsetzung des Fahrzeugs überhaupt, also die Umsetzung der ganzen Ideen. Und der letzte Punkt ist auch einer der wichtigsten, auf jeden Fall die Wissensweitergabe zwischen den verschiedenen Generationen. Um diese Herausforderung zu meistern, kann ZF auch in erster Linie mit technischem Wissen unterstützen. Da geht es vor allem um das Verständnis der Grundlagen für Fahrdynamik beispielsweise, weil das ganz stark dabei hilft, unsere Produkte und die Dämpfer zum Beispiel zu verstehen und deren somit die Leistung des Fahrzeugs zu verbessern. My name is Joe Martin. I'm a project coordinator in the R&D department for drivetrain systems and I'm working at ZF in Friedrichshafen.
Formula Student is a great opportunity for ZF to get to know future talents that are required in our departments, because the students here are learning so much about team management, about interdisciplinary work, about different areas of engineering, and they have to present their skills in the form of building a car, which is exactly what we're trying to do in industry. Thank you.